Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die größte, beste, schönste Qualifikation, die man machen kann, ist für den Golden Spatula Cup. Und ich bin dabei und ich gebe alles. Und ich habe noch nicht einmal ein Item bekommen. Aber wir kriegen wieder mehr, was Feines. Oh Gott, fucking bless. Ja, das Ganze wird auf Swiss System gespielt. Ich bin tatsächlich bei 20 Punkten. Aktuell sind in der Top 64 die mit 21 Punkten. Das heißt, ich bin ganz knapp dahinter. Und dadurch, dass ich das Swiss System gespielt habe, sind in meiner Lobby jetzt auch nur Leute, die genau 20 Punkte haben. Das heißt, wir sind alles direkte Konkurrenten. Und das ist einfach, das ist so insane. Ja, unter anderem ist da auch wieder Tyriat dabei. Und den hatte ich heute schon in zwei Lobbys. Die hat da beide hart gewonnen. I'm kinda scared. Okay. Der Start, aber kein wirklich guter bis jetzt. I mean, maybe. Okay. Okay, okay. Never a dull day. I believe in the future of Dragonkind. Ich würde sagen, wir machen es wieder ein bisschen von den Orbs abhängig. Vielen Dank. Nee. Ich will einfach kurz den Cookie wenigstens. Da habe ich wenigstens irgendwas im Magen. Ich bin komplett am Verhungern. Boah. Better together? Better together win streak? Sollte möglich sein, ne? Okay, wir spielen Better Together Windstreak über Dragomancer Tempest. Das glaube ich ein decent choice ist hier. Das heißt, wir wollen einfach quasi. Wir spielen Early Aura Items, weil die jetzt einfach stärker sind in unserem Setup jetzt. Und versuchen quasi einfach über stärkstes Board zu spielen. Was für sure challenging ist, weil ich noch nicht richtig weiß, in welche kommt wir am Ende dann reinfahren hier. Ich weiß eigentlich nicht, ob das winning ist gegen die, die so weit hinten stehen, weil quasi ja nur Ezreal und Karma davon profitieren, dass wir so weit hinten stehen. Ich glaube, wir sollten weiter vorne stehen. Ich hätte Level 5 pushen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Ah, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, wa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komplettes Board zählen? Naja, ne? Oder komplette Bank zählen. Fairerweise haben wir nur ein Karma-Pärchen. Naja, wir sollten Pärchen spielen. Ach komm, fuck it. Tja, das sackt natürlich jetzt. Weil wir hätten jetzt Jade spielen können.
My spirit is an unquenchable fire. Scheiße. Dass hier Diana hier noch ihre Ult durchkriegt, ist sehr bitter. Aber der Skana wird immer weggekriegt, wenn er gerade sein Schild abhat. Das ist eigentlich ganz gut. Und das ist dieser Tyrat. Der hat das letzte Mal nämlich auch Heavy Windstreak gespielt und mich damit halt einfach nur komplett gemacht. Aber wir haben ihn tatsächlich diesmal den Windstreak abgejagt. Nice. Hammer gegen du, Legende. Danke dir. Ich weiß nicht, ob ich Crit hätte abgehen sollen. Das läuft nicht gut, ne? Fuck. Ah, das ist so close gewesen. Aber ich habe nicht gesehen, wie ich's hätte gewinnen können. Er ist auch geschockt. Ich weiß gar nicht, welche Siphon-Cop wir jetzt spielen. Ich weiß nur, dass Sidus dann vorkommen wird. Ja, moin! Ob bei dir alles okay ist, Siphon? Wurde über Kamave anyway der Play gewesen? Okay. Also, mit den Items, die wir haben, wäre Bruiser Siphon actually fine. Ich denke, in Mage Siphon jetzt reinzukommen, ist gar nicht so easy. Ich hätte Mage Siphon für ein bisschen potenter, aber wir sind wirklich spät auf Nomsi dann. Wirklich spät. Entweder spielt man jetzt hier Dragon Master weiter oder man wechselt halt einfach auf Bruiser.
Drankomancer ist actually, glaube ich, einfach gut. Ich glaube, man pusht einfach, um zumindest so ein bisschen was davon zu stellen. Ich kann daraus jetzt so schön viele Aura-Items bauen. Deswegen will ich eigentlich nicht unbedingt die Warmogs spielen. Bisschen teuer, der Scheiß gerade. Tech ist das Bruiser. Ist er doch nah an Bruiser dran? Bruiser Hard ist actually wahrscheinlich gar nicht so bad. Ich glaube, auf die Hand. Also, ich hatte halt das Coaching mit Tobias und da hat er mir ein bisschen die Witten gelesen, dass ich quasi Third auf die Hand so scheiße finde, obwohl er es eigentlich sehr gut findet. Und ich glaube, wenn Third auf die Hand tatsächlich decent ist, wovon ich einfach ausgehe, wenn Tobias mir das sagt, weil er für mich einfach eine Institution ist, dann wahrscheinlich in diesem Setup. Ne? Also Third auf die Hand müsste sehr gut auf Siphon sein, weil er quasi immer eine Unit sofort totbeißt. Ich weiß auch, dass der Duck in seinem Siphon-Guide, in seiner Tierlist gesagt hat, dass Third of the Hand 2 der Shit ist. Also sehr gut ist. Ich könnte halt wirklich das hier spielen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, weil ein Secondary Carry zu haben ist schon viel wert. Oh oh, der hat auch Seifen. Aber der hat schon BT drauf. Bin ich. Und irgendwie hat unser Seifen. Oh, der hat einen Sunfire, das ist das Problem, ne? Jo. Sunfire reduziert die Heilung, die wir von Phil auf die Hand kriegen. Nur um euch das nochmal zu versichern, ne? In diesem Turnier ist Coaching verboten, ne? Was ja Sinn macht. Das heißt aber auch, dass ihr davon ausgehen könnt, dass alles, was ihr im Backseat-Gaming hier lasst, ich nicht lese. Ich will euch ja nicht entmutigen. But I won't read it. Also, ihr könnt das alles gerne schreiben, aber schreibt es eher als Diskussion untereinander. Ihr könnt untereinander diskutieren, wie ihr wollt. Aber ich lese es nicht. Das ist meine Botschaft an euch. Ist ja Brain Spin actually here, anyways, aber. In der kommen schwören immer noch viele drauf.
ich nutze das Argument, Coaching ist verboten, einfach nur, um euch ein bisschen das Backseat Gaming rauszunehmen. Was? Hat ihn jetzt nicht getreten? Okay. Siphon 1 ist halt echt ein Biest, so, ne? Seriously? I think this is best. I'm not even kidding. Ich glaube, das ist das beste Bild. Nein. Ich meine, klar, der kann einen killen. Aber ich habe einfach zwei. Ich weiß, das sieht aus wie ein Troll, aber ich glaube, literally, das ist das beste Bild. Gleichzeitig spart es Gold. Aber... Das ist so stupid. Ist das doch ein Olaf Finkel? Bin ich viel zu spät dafür? Also wenn irgendwer euch fragt, wie ist denn so die TFC-Meter, schickt ihr bitte dieses Board. Und sagt einfach, liebe Grüße von Johnny. Boah. Ne, ist mir zu risky. Meine Damen und Herren. Der hat was ganz Wildes im Angebot. Was ganz Wildes. Jetzt wird er immer noch super dringend, super, super stark das BT, ne? Ich hätte jetzt die ganze Zeit statt Lee Skala spielen sollen. Oder Tam. Der Sphere steht gut gegen mich. Da war eine Menge Damage.
Aber ich denke, wir können das tanken bis 4-5. Irgendwie hat er halt Siphon 2 da eben schon. Das macht mich ein bisschen nervös. Oh mein Gott, ich spiele gerade gar nicht Illaoi, ne? Ich hätte einfach Illaoi für die spielen können. Da war wirklich ein Troll. Die Laue fliegt dann später wieder raus, das heißt, die kann jetzt auch die Items halten. Oh, fuck, ey, dass der Silas noch bis Second Wind überlebt hat, ist wirklich bitter für uns. Das hier schon sehr viel ausmacht, leider. Dreizehn Damage, scheiße. Okay. Was so trinken? BF? Es gibt wieder nur eins. Okay, das kriegen wir wenigstens. Ich hätte ja noch 10 BFs. Finish this quickly. The spider demands sacrifice. It will all be over soon. Keine Ahnung, Whisper mehr gesehen. Pike. Scheiße. Ich aus der Position heraus nicht stärker bin. Schockt mich. Kiana wär's. Wisst ihr, kann ich Olaf spielen, aber das hilft halt kaum. Kiss is not sure, Redemption not sure. Siphon von allem, während er ultimativ interrupted werden kann, ist halt manchmal so ein kleines Problem, ne? That was more fun than I expected.
Ich glaube, das ist schon gut. Alter, was ist mit meinem Siphon los? Der lässt sich so hart machen hier. Aber sein Siphon hat in meine Shen Dodge Zone reingebissen. Das ist natürlich noch schlechter. Boah, okay, also ich hätte gern wenigstens einen fucking Tempest-Effekt, so. Dann wäre ich schon mal ein bisschen glücklicher. Ich hätte den Skala vielleicht spielen können. Aber ich finde einfach keine Kiana. Das ist halt so ein Ding so, ne? Mein Siphon droppt halt auf 2 AP und eine Sekunde später ist er wieder full life. Schon wild shit. Ja. Probably das. Das ist insane. So, und jetzt dachte ich, ich spiele Thresh, aber ich glaube, ich will gar nicht Thresh spielen, sondern ich spiele 6er Whisper und spiele den Ezreal, bis ich die Qiyana finde. Weil die Qiyana würde ich noch lieber spielen. Okay, I got it. I think I solved it. Schade. Garage-Effekt wäre nice gewesen. So. Muss ein bisschen aufpassen, dass mein Safe nicht von Thresh gehuckt wird. Das sah kurz so aus. Wäre natürlich keiner Desaster. So, mein Safe steht schön weit links. Das heißt, der ultet hier einmal komplett durch. Problem ist dann, dass er im Fokus ist. Ist gar nicht so gut. Aber Horn hat ihn. CC'd währenddessen die Backline. Dann kann er in die Backline gehen und one-shotted die.
Und dann ist der andere Typ wahrscheinlich ziemlich pissed. Wir sind aktuell first, Leute. Wir sind first! Ausstehen 2 ist richtig, keine Ahnung. 2 Ausstehen auf Level 8 im Shop zu haben, ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Okay. Boah, Kiana wäre so cool, ne? Kiana wäre schon fucking cool. Ich glaube, die Idee ist zu sagen, man stellt so auf, damit man gegen den Karma-Spieler besser dran ist, weil wenn mein Siphon hier direkt auf die Karma durchultet, dann gewinnen wir den Fight auf jeden Fall. Wenn das nicht passiert, bin ich mir Scheiße. Weiß zu, Mann. Nein. I can't believe it. How? Sein Lee hat einfach meinen Siphon weggekickt, ne? Hard to believe. Boah. Doch, ja, los. Ja, los, Pike. Ich meine, macht eh schon, aber was anderes fällt mir nicht ein. Doch, ja, los, Siphon, maybe. Doch, ja, los, Ornn wäre obviously am besten, aber spielen wir nicht mehr. Ich denke tatsächlich, dass der Flash uns hier mehr hilft als die Elise. Weil er halt nochmal einmal einen CC hat. Rodon für Kiana. Und Ornn 2. Fuck, ob Kiana wirklich über Lee ist, aber ich glaube schon einfach. No. Okay. Komm, beiß zu, Siphon. Ne. Ah, you gotta be kidding me. Aber das holt er noch, oder? Der Crit für Assassins, für Pike ist so wichtig. Ich glaube, man darf hier nicht Lee spielen. Aber vielleicht Thresh 2 oder so eine Art. Thresh 2, oh, jetzt habe ich den nicht gekauft, ich Idiot. Ich jetzt 2 Kosten, wenn wir das rauskaufen. Oh, der hockt die Zoe. That's huge. Nein. Nein. Ja. Nein, jetzt kommt er nicht durch, oder was? Oh, Gott fucking bless. Oh. Top 4. Aber hier geht's jetzt um Win. Oh, fuck. Nein, er hockt Ashner.
Aber wenigstens wird diesmal mein Zeif nicht von Lee gekickt. Dachte ich. Lol, okay. So ein bisschen, I guess. Oh, Siphon ist aus der Bartwood rausgejumpt. Wie ein Held. Aber das wird nicht reichen. Aber wir sind nicht dead, I think. Warum macht der die eigentlich so viel Damage? Nein. Ein HP. Pike 2? Gunblade Pike? Vielleicht Gunblade Pike. Pike 2, Random Roll. Schade. Sessen ja so. Steht er nicht um. Ich hook den Shen. Pike geht auf die Xayah. Ah ja. Talon ist One-Shot. Fuck! Ein Dritter. Oh, ich weiß nicht, es war mehr drin, glaube ich. Ich glaube, es war mehr drin. Schwer zu sagen. Oh. Wir haben so früh den Zeifen getippt. Aber es ist ein dritter Platz. Ich meine, es ist gut, aber ich weiß nicht, ob es gut genug ist. Was wäre die Lösung hier gewesen? Ich weiß nicht. Ich glaube, gegen den kann ich gewinnen, wenn ich besser ausstelle. Gegen den glaube ich nicht. Yasuo Assassin ist definitely strong. Aber deswegen muss ich jetzt auch keinen Screenshot machen, was ganz cool ist. Ja, das war ein weiterer Banger. Vielleicht reicht das tatsächlich, weil es sind ja die direkten Konkurrenten, ne? Also dritter Platz ist schon auf jeden Fall nice. Wenn wir zweimal Dritter werden würden, bin ich mir ziemlich sicher, dass es reicht. Deswegen, das war ein weiterer Turnierbanger. Peace out. Euer Johnny.